Ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr Gottes. Er tat das Buch zu, und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Du bist unser Alles, unser Leben, unser Licht, unser Heil, unsere Speise, unser Trank, unser Gott. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dunkelheit gebracht. Für wenn
es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbare Worte erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wenn sich die Stille nun tief um uns breite, so lass uns hören jenen vollen Klang. Der Welt, die unsichtbar sich um uns weite, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, in der er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es den Seinen und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Mahl nahm er auch den Kelch, dankte, gab ihn den und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. Jesus spricht: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Das Brot des Lebens. Der Kelch des Heils. Wir warten auf den Tag, bis wir essen und trinken können, gemeinsam, hier an diesem Ort. Ubi caritas et amor, ubi caritas de
Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. An den Sterbebetten erinnern wir uns. Auf den Intensivstationen, an den Kreuzungen im Leben. Wir erinnern uns an die Anfänge, das Licht und die Worte. Und das habt zum Zeichen. Einen Retter werdet ihr finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Wir erinnern, was alles gelang. Gedeckte Tische, Gespräche unterm weißen Mond, die Trommeln, und der Tanz. An das andere erinnern wir uns auch, an die Grenzen, die unabänderlichen und die selbstgesteckten. Daran, dass wir scheiterten, aufstanden und wieder scheiterten. Wir erinnern uns an den, der uns besuchte von Zeit zu Zeit, seine Worte, sein Licht. Und das hab zum Zeichen. Der Geist des Herrn hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Verschuldeten, dass alles erlassen ist. So viel Liebe, so viel, zu viel für diese Welt. So viel Welt, wir leben im Sternzeichen der Kurve in diesem Jahr. An diesem Karfreitag, die Kurve der Ansteckung, steigt sie an, hält sie inne, flacht sie ab. Unsere Gefühle, unsere Demokratie, unsere Freiheitsrechte, unsere Toleranz, unsere Besonnenheit, alles macht sich an dieser Kurve fest, als ob eine Kurve ein Anker wäre. Aus einer Kurve kann man fliegen, aber sich daran festhalten? Was können wir aushalten? Vieles ist nicht zu fassen, dass der, der das Licht anmacht, als Sündenbock herhalten muss, der Retter der Welt. Weil so viel Licht und Liebe die Welt vom Kopf auf die Füße stellen würde. Es ist nicht zu fassen, dass der König der Herzen sterben soll. Wie soll man das aushalten? Ein Abendmahl, das auf uns wartet. Ein Gott, der auf uns wartet in aller Dunkelheit, der es aushält, gefragt zu werden, warum hast du mich verlassen? Der sich die Zeit nimmt und sie anhält und uns aushält. Und das hab zum Zeichen, die aber an seinen Namen glauben, an sein Licht und sein Wort, denen gibt er Macht, Gottes Kinder zu werden. In dieser Zeit. Heute. Oh.
sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht. Pilatus aber wollte dem Volk Genüge tun und ließ Jesus geißeln. Die Soldaten führten ihn hinein in den Palast und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten seine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, du Judenkönig! Sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asaftani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Es ist ein Weinen in der Welt, wir auf Abstand, wir gehen in diese Tage, was bleibt? Es bleibt die Verheißung, dass dies nicht das Ende ist, aber der Anfang, es bleibt die Hoffnung, dass das Leben neu ausbricht. Es bleibt ein stiller, zarter Segen, um den wir dich bitten, Gott. So geht in diese Tage.